Hallo zusammen Leute, zum großen Finaltag heute in der F1 23 Mercedes Karriere. Die zweite Saison wird heute beendet und wir haben es schon geschafft, dass wir in der zweiten Saison auf jeden Fall Toto Wolff glücklich machen, rundum zufrieden, denn es wird auf jeden Fall ein Mercedes-Fahrer, der jetzt hier beim letzten Rennen von Abu Dhabi den WM-Titel holt. Die Konstrukteursmeisterschaft haben wir ja schon seit ein paar Rennen für Mercedes geschafft und hier mal eine kleine Aufstellung. Wir sind im Durchschnitt Vierter geworden in den zwei Seasons, also es ist gar nicht mal so krass erfolgreich gewesen, die beiden Seasons. Es war immer sehr knappes Rennen gegen den einen Teamkollegen. Wir haben unter anderem auch nur 3 Pole Positions rausgefahren und waren durchschnittlich nur 7. in der Startaufstellung. Also eigentlich eine relativ durchwachsene Statistik. Und wir führen jetzt vor dem großen Preis von Abu Dhabi mit 14 Punkten. Das heißt, wenn Lando Norris das letzte Rennen gewinnt, dann müssen wir mindestens 4. werden und das sollten wir eigentlich schaffen. Das letzte Rennen in Abu Dhabi ist meistens relativ schwierig, aber wir werden natürlich das Beste geben, jetzt den Weltmeistertitel zu holen. Und wir gehen jetzt auch ohne Umwege rein zum großen Finale. Alle neuen Komponenten, die wir irgendwie noch am Start haben, sind jetzt im Auto drin und wir fahren jetzt gleich los ins Flutlicht. Leute, das wird eines der schwierigsten Sessions dieser Saison. Lando Norris hat die Pole und wir gehen jetzt schon auf den 3. Versuch. Die letzte Runde, letzter Softsatz, freie Strecke nutzen, die Runde muss es sein. Der Versuch, das letzte Qualifying für Mercedes und Lando Norris steht aktuell auf der provisorischen Pole. Können wir uns in die erste Startreihe reinstellen oder müssen wir von weiter hinten los im Feld? Nochmal raus aus dem ersten Sektor, 1/10, das wird noch nicht reichen. Die Zeit reicht noch lange nicht, um uns da unter die Top 4 zu stellen. Aber es ist leider der letzte Schuss, den wir haben. Das heißt, kein frischen Soft mehr wahrscheinlich fürs Rennen. So, im Moment sind es fast 13. Jawohl, 13 haben wir. Gasly und Ocon immer noch schneller im Moment. Und jetzt kommt es auf den letzten Sektor gleich an. P4 brauchen wir dann im Rennen. Das müssen wir auf jeden Fall schaffen. Aber ich schätze mal, dass wir im Qualifying Norris nicht schlagen können. Da wird er zu stark sein. Aber wieder quer stehen, leicht aus der Kurve raus. Sehr, sehr viel verloren jetzt im letzten Sektor. Nur noch 2/10 sind es. Das wird keine gute Zeit werden. Letzte Kurve. Ganz ordentlich getroffen. Nochmal aufs Gas. 3/10 sind es. So Leute, also das Qualifying war so schwer wie erwartet. Lando Norris hat alle Karten in der Hand, denn er hat sich mit einem relativ großen Abstand sogar vor den beiden Ferrari dieses Mal die Pole geholt. Also er will jetzt auf jeden Fall das Ding gewinnen, koste es was es wollen. Wir stehen leider nur auf dem 9. Platz, wir müssen vorfahren und wir müssen, um Weltmeister zu werden auf jeden Fall, mindestens fast aufs Podium kommen. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Ein Podiumsplatz muss irgendwie drin sein. Das ist die Startaufstellung. Und eventuell gibt es jetzt beim letzten Rennen nochmal Gridstrafen. Da schauen wir jetzt nochmal drauf. Und wir gehen jetzt gleich rein zum Renntag. Für das heutige Rennen darf ich es an meiner Seite erneut Stefan keine Gridstrafen. Und das können Sie auch ganz sicher schaffen. Solange niemand Sie sich mit einer Strafe, so mit einer Strafplatzierung. Versteifen. Am Ende deswegen, nur, dass Sie 100% Lando Norris geben. Von der 1. Das ist steht ganz vorne. Du musst einfach bei jedem Rennen alles und geben es und wird nochmal ein letztes Mal spannend. Right, well it all comes down to this then, doesn't it? You're still in with a shot at the Drivers' Championship, the biggest prize in this sport. Now get out there on track and come back with that trophy. Ja, wir sollen mit der Trophy heimkommen. Das ist das Ziel. Jetzt ist die Frage, wir haben keinen Softsatz mehr. Wir müssen jetzt eigentlich den Einstopp von Hard auf Medium gehen, aber ich schätze mal eher, dass wir mit dem Medium starten, um einen ordentlichen Start hinzukriegen, dann auf die Hard gehen. Und ich weiß nicht, ob die KI sogar noch einen Softsatz hat und mit Soft hier durchheizen will. So werden wir das einfach mal angehen. Wir brauchen eigentlich nur einen relativ guten Start, um einige Positionen gleich wieder zu gewinnen, wie so oft in der Saison. Und dann werden wir das irgendwie schaffen. Wir sind bereit für den Showdown. Und die meisten starten auf Soft. Jeder einzige auf Medium tatsächlich. Vielleicht müssen wir doch auf die Soft gehen. Aber jetzt brauchen wir einen guten Start fürs Finale. Das letzte Rennen der Saison ist eröffnet. Und Verstappen fährt da gar nicht los. Kommt gar nicht weg. Verstappen schon mal einige Plätze zurück. Wir gehen rein in die erste Kurve gegen den McLaren und gehen vorbei. Direkt ein paar Plätze geht's vor. Dadurch kommen wir an Verstappen vorbei. Leclerc mit Problemen hier bergauf in seinem Aston Martin auf der 6. Da können wir vielleicht noch durchziehen. Direkt nochmal einen Platz gewinnen. Nee, Leclerc stellt sich da
den Weg rein und wir müssen nochmal hier auf der Geraden müssen was versuchen. Haben jetzt natürlich den deutlichen Nachteil mit Medium und da ist Bottas super schnell. Super schnell mit den Softreifen, den dürfen wir dann nicht vorbeiziehen lassen. Wir müssen da jetzt einige Plätze irgendwie nach vorn gewinnen. Bottas außen. Bottas versucht es nochmal. KI wird wahrscheinlich wieder eher reinkommen in die Box, bevor wir dann zum Boxenstopp müssen. Also wir haben tatsächlich nur noch einen Soft. Einen Softsatz, der aber auch schon verwendet ist. Und wir müssen vorfahren. Wir müssen auf jeden Fall vor Ocon kommen. Vor Leclerc und Ocon. Aber jetzt haben wir erstmal die erste Runde, die wir jetzt halbwegs überstehen müssen. Und Lando Norris führt. Lando Norris aktuell Weltmeister nach der ersten Runde. Vor beiden Ferrari. Und wir dürfen nicht abreißen lassen. Nicht abreißen lassen zu Leclerc. So, erste Runde erledigt. Wir sind Siebter im Moment. Also die Konkurrenz ist super schnell unterwegs. Wir kommen da gar nicht hinterher mit unseren Medium-Reifen. Wir haben hier noch den Poller mit. Ocon ist jetzt hinter Leclerc. Leclerc hat Ocon überholt. Und wir müssen alles aus dem Auto rausquetschen. Schon wieder sehr viel RS verbraucht auf der Runde. Aber jetzt haben wir dann gleich das DRS. Zum ersten Mal. Gehen rein in Runde 3. DRS aktiviert. Gegen Ocon. Müssen wir jetzt drin sein. Ocon wird auch den Heckflügel öffnen gegen Leclerc im Aston Martin. Auch in diesem Rennen fährt Leclerc leider wieder hinterher. Kann da wahrscheinlich nicht um den Sieg mitreden. So, vorsichtig reinfahren. Wir brauchen da immer etwas mehr Gefühl beim Ausgang, dass wir uns dann nicht wegdrehen mit den härteren Reifen und kommen da nicht hinterher. Bottas hat das DRS offen. Bottas greift dann auf der rechten Seite und Ocon kommt nochmal zurück gegen Leclerc. Ocon macht einen Fehler. Ocon mit dem Fehler. Kommen wir da vorbei. Komm schon, alles raushauen. Alles raushauen. Wir müssen einfach die Platzierung gewinnen jetzt. Außen vorbei vielleicht. Ocon innen. Ja, komm vorbei. Let's go. Platz 6 dadurch. Und wer hätte gedacht, dass Lando Norris hier in Saison 2 die Chance hat auf den Weltmeistertitel. Lewis Hamilton wird sich da ärgern. Der ist einfach zum falschen Team gegangen. Er hätte bei Mercedes bleiben sollen. So, jetzt geht's der S auf. Wir werden die Attacke fahren. Und dann geht's auf Platz 5 vor. Wir gehen außen. Er bremst nochmal innen an, aber jetzt haben wir gleich die bessere Linie für die Rechtskurve. Und da sind wir vorbei an Leclerc. Kommt er nochmal zurück? Nee, da können wir vorne bleiben erstmal. Lewis Hamilton gewinnt da Zeit. 2 Sekunden sind es. Über 2 Sekunden schon. Ja, langsam lassen die Medium-Reifen etwas nach. Und jetzt werden wir wahrscheinlich gleich wieder überholt von Leclerc. Oh, schwieriges Rennen. Schwieriges Rennen. Wenn uns das die WM kostet, das wäre so bitter. Geht Leclerc hier vorbei. Leclerc außen. Hat er das DRS? Ja, er hat das DRS. Wird jetzt vorbeigehen. Er wird wieder vorbeidüsen mit seinen Softreifen. Leclerc nochmal vorn. Wir holen uns erst das DRS nochmal. Ah, wir brauchen eine vollgeladene Batterie, sonst können wir die Mercedes bzw. die Ferrari nicht angreifen. So, nochmal geht's vorbei. Mit DRS kommen wir da normalerweise wieder vor. Untypische Linie außen. Oh! Was? Safety car, safety car. No overtaking, reduce your pace. Keep your delta number positive as we form up. Okay, mate, don't worry about the damage. I've got some new strategy options if you go and check your MFD. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist das schon wieder für ein Finale? Wir haben wieder ein Safety Car ausgelöst. Wir gehen jetzt rein in die Box. Wir müssen jetzt rein in die Box. Wir holen uns einfach auf die Softreifen. Das war Kollision mit Leclerc. So, Lando auch an der Box. Lando kommt jetzt rein, wahrscheinlich für Medium-Reifen.
Oh mein Gott. So, Lando fährt wieder raus. Und dadurch sehr viel Position verloren. Aber es sollte reichen, um einen guten Stop hinzukriegen. Jawohl. Da steht ein McLaren, da stehen sie alle an. Jetzt gehen die meisten auf Medium. Wir sind auf den Soft, auf den besten Reifen jetzt. Lawson jetzt vorne. Hamilton ist auch an der Box gewesen. Oh, beinahe gegen die Wand geheizt beim Rausfahren. Oh Gott, was ist hier schon wieder los? Okay, der Safety Car ist da. Lando Norris führt vor Carlos Sainz. Perez ist auf der 3, Leclerc ist Vierter dadurch. Hamilton auf der 5, Lawson ist jetzt Sechster. Das hat das Feld nochmal ordentlich durcheinander gewürfelt. Wir haben im Moment 6% auf den angefahrenen Softreifen. Dadurch, dass das Safety Car jetzt ein paar Runden da bleibt, werden wir jetzt auf jeden Fall die Möglichkeit haben, vorzufahren. Wir sollten mehr Speed jetzt haben. Aber Junge, haben wir ein Glück, dass da ein Safety Car kommt. Dass da der Alpine da noch rein donnert. Und wir haben ein Glück, dass das Auto noch ganz ist. Da war mal wieder so richtig viel Glück. Wie kann man so viel Glück haben? Und wir müssen vorfahren. Auf jeden Fall aufs Podium. Dann sind wir auf jeden Fall safe. Dann sind wir safe für die Meisterschaft. Aber nur dann. Weiter geht's. Rennspeed. Ab geht's. Ja, deutlich mehr Grip. Die Reifen fühlen sich so viel besser an wie die Medium. Die harten wären eine komplette Fehlentscheidung gewesen. Gleich mal ordentlich drauf. Risiko jetzt. Auf die lange Gerade. Gut raus beschleunigen. Lawson ist aber auch super schnell aus der Kurve rausgekommen. Und hier, oh, ganz links fährt er. Das machen wir aber ähnlich wie gegen Leclerc. Außen. Platz 6 haben wir. Ja, merkt jetzt, dass wir auf jeden Fall jetzt auf der perfekten Strategie sind. Die letzten 9 Runden sollten die Soft auch super laufen. Hamilton jetzt gegen Leclerc. Jetzt dürfen wir uns auf jeden Fall keinen Crash mehr erlauben. Jetzt muss alles sauber durchgehen. Hamilton geht an Leclerc vorbei. Leclerc gegen Hamilton. Können wir da beide überholen? Oh, das ist, geht super eng zu bei den beiden. Wir dürfen da nur nicht irgendwie in eine Kollision verwickelt werden. Lando Norris führt unangefochten an. So, Hamilton. Können wir da innen reingehen? Spät bremsen. Gegen Hamilton. Können wir unten. Jawohl, gehen wir vorbei. Können wir ein kleines bisschen nach außen drängen. Und wir haben die innere Linie. Und jetzt sind wir wieder drauf und dran, Platz 4 zu holen. Das ist so ein knappes Ding hier um die WM. Weil dieses letzte Rennen mal wieder echt sehr, sehr tricky ist. Hamilton kommt zurück. Hamilton im Windschatten. Wir müssen ERS sparen. Wir müssen noch ERS sparen. Hamilton wieder vorbei. Und wir machen den Switchback außen. Wir sind wieder durch. Leclerc zu weit hinter Perez mittlerweile. Das sollten wir jetzt relativ einfach hinbekommen. Mit den schnelleren Reifen, mit den schnelleren Softreifen und dann wegfahren. So, und Lando Norris ist da vorne auch noch nicht safe. Da ist ein Carlos Sainz, der das Rennen gewinnen will. Wir gehen dieses Mal ganz links rüber. Leclerc bremst aber super spät. Wir müssen durch. Vierter Platz. Und jetzt wegfahren. Alles ERS jetzt benutzen. Dass wir dieses Mal die Sekunde weg sind. Hamilton greift an. Und Hamilton vorbei. Wieder geht's auf die lange Gerade. Nein! Oh, das ist doch... Geht's doch nicht. Wir sind echt am struggeln. Hamilton kommt schon wieder. Hamilton fährt wieder vorbei. Es ist ein Hin und Her hier in diesem Rennen. Wir verlieren den vierten Platz wieder. Norris führt immer noch. Vor Sainz, ganz, ganz knapp. Ja, wir kämpfen hier nicht ums Podium vermutlich in diesem Rennen. Es wird sich wahrscheinlich nicht ausgehen. Wir haben jetzt schon 21% auf den Reifen. War eventuell doch eine Fehlentscheidung. So zu starten mit Medium
Softreifen, die halten das nicht mehr so lang durch. Das ist jetzt wahrscheinlich dann unser Problem. Wir müssen vielleicht doch warten mit den Überholmanövern. Länger warten gegen Hamilton, der jetzt wieder auf der 4 ist. Leclerc ist immer noch mit dabei. Also wir können im Moment nicht mit den Top 3 mitmischen. Sainz, Perez und Norris. Und jetzt, wenn jetzt Sainz die Führung übernimmt, dann haben wir jetzt einen ganz, ganz großen Vorteil. Aber Hamilton fährt hier weg. Der darf nicht rausfahren aus der Sekunde. Er ist da. Oh, der ist auf der Sekunde draußen. Wir haben kein DRS mehr. Das ist doch der Wahnsinn. Wir verlieren wieder einen Platz. Leclerc geht auch vorbei. Wir haben wieder gelb. Gelbe Flagge. Und es gibt wieder einen Crash. Da hinten gab es schon wieder einen Crash. Was ist denn da passiert? Kein Safety Car. Es geht ganz normal weiter. Da steht ein Williams. Ein Safety Car wäre jetzt nochmal gar nicht so schlecht. Nochmal das DRS gegen Leclerc. Wieder außen. Die gleiche Situation. Nur dieses Mal bitte kein Crash. Leclerc wieder innen. Dieses Mal geht's. Dieses Mal klappt's. Und jetzt müssen wir wieder an Hamilton ranfahren. Ist das ein Krimi? Wir brauchen den vierten Platz und da vorne fährt er. Er fährt weg. Unser vierter Platz fährt da auf und davon. Es ist echt verrückt, dass der eigene Ex-Teamkollege das Zünglein an der Waage ist, sozusagen. Wir können im Moment nichts tun, weil der Ferrari zu schnell ist. Und die Reifen sind jetzt bei 32%. Leclerc wird wieder vorbeigehen. Es sieht nicht gut aus in der WM. Es sieht absolut nicht gut aus. Was macht Norris vorn? Hätte nicht gedacht, dass wir uns so schwer tun, einen vierten Platz einzufahren. Wir klemmen uns nochmal dran. Müssen geduldig bleiben. Wir müssen jetzt eigentlich darauf hoffen, dass entweder Norris einen Platz verliert oder dass Leclerc und Hamilton da sich jetzt irgendwie richtig dumm in die Quere kommen. Das ist die einzige Chance, die ich jetzt gerade im Moment sehe für einen WM-Titel. Norris ist auf der Geraden nicht weit genug vorn. Es könnte sein, dass jetzt Sainz vorbeigeht. Das wäre krank. Das wäre krank. Und Sainz macht es! Sainz führt! Norris führt wieder. Sainz führt. Sainz in Führung. Junge, ist das crazy. Die WM entscheidet sich in der letzten Runde. Ja, jetzt wird Norris wieder vorbeigehen. Okay, wir sind jetzt gleich in Runde 19. Wir müssen jetzt echt die Runden irgendwie strategisch runterzimmern. Meisterschaft, Platzierung. Oh, Junge. Was macht Leclerc jetzt? Wir haben jetzt ERS geladen. Wir müssen jetzt an Leclerc vorbei. Die Runde. Diese Runde. Um dann in der letzten Runde vielleicht an Hamilton vorbeizukommen. Aber Sainz führt. Sainz führt immer noch. Aber jetzt auf der langen Geraden wird er die Führung wieder abgeben müssen wahrscheinlich. Wir müssen jetzt vorbeifahren. Wir müssen safe vorbei sein, um Hamilton angreifen zu können. Ohne dass wir da zu viel Motorleistung verbrauchen. Ja, Norris wieder in Führung. So, Hamilton muss jetzt dran glauben. Komm. 1,5 Sekunden. Es wird wahrscheinlich nicht ganz reichen. Hamilton ist zu weit weg. Hamilton ist zu weit weg. 1,3. Ja, die Reifen sind tot. Letzte Runde in dieser Saison. Die letzte Runde. Und wird Sainz die Führung jetzt übernehmen? Wenn Sainz jetzt hier das Rennen gewinnt, dann werden wir Weltmeister. Aber das reicht nicht. Es reicht nicht fürs DRS. Keine Chance. Keine Chance. Da wird Leclerc nochmal ankommen. Norris führt.
Norris führt immer noch. Leclerc macht da die Attacke wieder. Kein RS mehr, Leclerc geht vorbei. Leclerc wieder durch. Ja, wir werden es nicht schaffen, wir werden den vierten Platz nicht schaffen, so ist es. Das ist die traurige Wahrheit. Die traurige Wahrheit, wir haben zu wenig Performance. Sainz, schafft das nochmal. Schafft es Sainz nochmal. Boah, mit allen Waffen. Leichter Crash gegen Leclerc, aber so können wir die WM auch nicht gewinnen. So können wir die WM nicht gewinnen. Norris führt, Norris geht in die letzten paar Kurven. Norris wird, glaube ich, Weltmeister. Ich glaube, Norris wird Weltmeister, oder? Das müsste von den Punkten her für Norris reichen. Ja, Norris gewinnt. Norris gewinnt für Mercedes. Und da ist die Zielflagge. Oh, mate, heartbreaking stuff. That was such a good effort. Look, we might have just about missed out on the championship, but it's been a brilliant season. You've done a fantastic job. I have loved the whole thing from start to finish. And next year we've got the chance to go one better. Jetzt können die Feierlichkeiten beginnen. Selten waren sie so verdient. Manchmal mag es einfach ausgesehen haben, aber jeder Rennfahrer wird Ihnen versichern, dass es alles andere als ein Spaziergang ist, sich monatelang auf höchstem Niveau zu messen. Jetzt haben wir einen neuen Formel-1-Weltmeister! Gemischte Gefühle bei diesem Sieg hier, denn für den Meisterschaftstitel hat es nicht ganz gereicht, aber hat nicht gereicht. Nichtsdestotrotz war das hier ein fantastisches letztes Rennen. Das hat leider nicht gereicht. Stefan, was haben Sie im heutigen Rennen? Lando Norris einfach dominant. Ich denke, die Konstanz dominant in diesem Rennen. Schnell sein ist eine gute Sache. Wir haben keinen vierten Platz geschafft. Das ist der Wahnsinn. Runde schnell sein. Es ist der Wahnsinn. Wir haben es nicht geschafft. Fehlern anderer Fahrer profitieren. Verdient auf jeden Fall für Norris, der eine echt grandiose Saison gefahren ist. Muss man ganz klar sagen. Und mit dem WM-Titel schließt er jetzt eine fast rundum perfekte Saison ab. Wir hatten da immer wieder so ein paar Schwierigkeiten zwischen den Rennen. Wir haben nicht alle Rennen perfekt gut gefahren. Und deswegen reicht es halt leider am Ende nicht. Und hier nochmal die wichtigste Situation aus dem Rennen, was alles zerstört hat. Da gehen wir außen an Leclerc vorbei, ziehen zu früh rüber und drehen uns dabei weg. Und da haben wir so Glück, dass Ocon uns da nicht das Hinterrad wegnimmt. Also eigentlich wären wir sogar ausgeschieden aus dem letzten Rennen. Es war halt nicht unser Rennen mit dem Crash gegen Leclerc. Dadurch fällt auch Esteban Ocon aus und crasht da in uns rein. Wir haben eigentlich noch Glück, dass wir da irgendwie weiterfahren können. Und wenn wir jetzt mal auf die Rangliste schauen, dann sehen wir, dass es 3 Punkte sind. Lando Norris gewinnt die WM mit 3 Punkten Vorsprung. Es ist echt bitter. Es ist super bitter. Aber Toto Wolff ist happy mit dem Ganzen hier, mit dieser Saison, mit der zweiten Saison. Jetzt haben wir quasi in der MyTeam die Fahrermeisterschaft gewonnen und in der Fahrerkarriere haben wir den Konstrukteurstitel gewonnen. Das heißt, eigentlich fehlen noch 2 Meisterschaften theoretisch in beiden Karrieren, wenn man es so nimmt. Mal gucken, was das nächste Projekt wird aus F1 23. Ich hoffe, ihr habt es gefeiert, die 2 Seasons. Haut gerne noch ein Däumchen raus für diese Videoreihe. Und wir sehen uns dann, wer weiß, was kommt im nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein. Ciao, ciao.